Bevor ich mich dem Sargdeckel widme, den die Antonia-Amadeus-Stiftung für mich geschnitzt hat, möchte ich diesen kurz als Sprungbrett missbrauchen, um auf ein Anliegen in eigener Sache aufmerksam zu machen. Also ich habe meinen Respekt für andere Menschen immer davon abhängig gemacht, wie viel Mut sie brauchen für das, was sie tun. Gerade vor diesem Hintergrund muss ich gestehen, dass mir das hier vor der Kamera in der eigenen sicheren Umgebung allmählich zu bequem wird. Das war nicht immer so, als ich angefangen habe vor über 3 Jahren. Da war es noch nicht so verbreitet und es hat viel mehr Überwindung gekostet, weil es einfach nicht so viele Vorbilder im deutschsprachigen Raum gab. Mittlerweile gibt es einen Haufen von politischen Kommentatoren. Das Angebot ist breit gefächert, was eine gute Sache ist, aber es wird dadurch eben immer bequemer. Es erfordert kaum noch Risikobereitschaft und das ist immer ein schlechtes Zeichen für den Mehrwert meines Einsatzes. Und deswegen will ich zusätzlich den nächsten Schritt gehen und mit den Leuten auf der Straße direkt in Kontakt treten. Als Vorbild dient dabei das Format Change My Mind von Steven Crowder aus Kanada, der mit spitzfindigen Überschriften auf dem Campus oder in der Fußgängerpassage auftritt, um mit streitlustigen Passanten zu debattieren. Der Kniff ist, dass er mit dem Slogan Change My Mind jedem Opponenten die faire Möglichkeit unterbreitet, ihn mit rationalen Argumenten von seiner Sichtweise zu überzeugen. Schaut euch ein paar Folgen seines Formats an. Die Videos sind alle ein absoluter Erfolg. Er erreicht regelmäßig mehrere Millionen Menschen mit seinen Ideen. Ein paar Beispiele habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Die behördliche Anmeldung, um das Format nach Dresden zu holen, später auch in weiteren deutschen Städten, habe ich schon geprüft und bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das Ganze schon einiges an finanziellem Aufwand kostet. Und dachte mir, warum beziehe ich euch nicht mit ein und wir machen das zu einem gemeinsamen Projekt. Deswegen habe ich für diesen Schritt eine Crowdfunding-Initiative auf Kickstarter veröffentlicht und mich schon mal über die Gesamtkosten informiert. Demnach brauche ich insgesamt 750 Euro für Mobiliar und Technik. Die ganze Aufschlüsselung könnt ihr hier nachvollziehen und zu guter Letzt werde ich wohl noch jemanden als Veranstaltungsteilnehmer brauchen, der auch gleichzeitig als Kameramann assistieren kann. Also wenn ihr aus der Region Dresden seid und bereit seid für diese Herausforderung gemeinsam mit mir, dann könnt ihr mich gerne anschreiben mit ein paar Worten zu eurer Person und zu eurem Zugang zur ganzen Thematik. Ich freue mich auf neue Herausforderungen auf der Achse Ost-West und darauf, mich mit Menschen auf argumentativer Ebene auszutauschen. Argumentation bzw. der Mangel an Argumenten ist auch das richtige Stichwort, wenn es um den neuesten Erguss über mich auf Belltower News von Kira Ayadi geht. Für diejenigen, die es nicht wissen, Belltower News ist eine Plattform der Antonio-Amadeus-Stiftung, deren Vorsitzende Annetta Kahane ist. Ja, genau die Annetta Kahane, die im sozialistischen Mauermörderregime der DDR 8 Jahre lang als inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi gedient hat. Die Autorin Kira Ayadi schreibt über mich Folgendes: Deutsch-Pakistaner hetzt auf YouTube gegen Migranten und den Islam. Feroz Khan, ein AfD-Wähler mit deutsch-pakistanischen Wurzeln, hetzt seit 2016 ziemlich erfolgreich auf YouTube gegen MigrantInnen und den Islam. In der rechten Wutbürger*innenblase kommt er damit extrem gut an. Auf den ersten Blick mag das paradox wirken, es passt jedoch in die rechtsradikale Logik. Nach einer kurzen Zusammenfassung meiner Entwicklung, gespickt mit persönlichen Diffamierungen, die üblichen linkspopulistischen Kampfbegriffe, kommt es dann zu folgender Entgleisung seitens der Autorin. Vielmehr liefert er Inhalte gezielt für die rassistische Wutbürgerblase. Alarm! Alarm! Sowas verbitte ich mir. Wutbürger*innenblase heißt das. Und das soll eine Feministin sein? Er thematisiert Gewalttaten von Geflüchteten und impliziert damit, dass es in Deutschland durch ihren Zuzug ab 2014 deutlich unsicherer geworden sei. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn man mir die Gelegenheit gibt, meine Thesen mit Argumenten aus der realen Welt zu stützen. Denn genau diesen Umstand, dass die Kriminalität im Bereich der öffentlichen Sicherheit zugenommen hat, durch den Zustrom von Millionen von illegal eingereisten Migranten aus Nahost und Nordafrika, besagt die polizeiliche Kriminalstatistik seit jeher immer wieder aufs Neue. Das wurde immer und immer und immer wieder bestätigt. Von implizieren und Konjunktivform kann beim besten Willen nicht die Rede sein. Das ist keine irrationale Angst, das ist eine fundierte Tatsache, die jeder Mensch sehen kann, der nicht ideologisch befangen ist. Und da haben wir über die überproportionale Vertretung von besagten Asylbewerbern im Kontext der Gewaltkriminalität noch überhaupt gar nicht gesprochen. Grund dafür könnte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sein, weil mit vielen Geflüchteten auch billige neue Arbeitskräfte gerade im Niedriglohnsektor ins Land kommen. Niedriglohnsektor? Was ist das denn für eine widerliche Hetze gegen POC-MenschInnen? Ich dachte, es kommen nur Fachkräfte. Also abgesehen von den ehrenamtlichen Straßengynäkologen, die wir zu Silvester bei der Arbeit erleben durften, dachte ich, es kommen nur Zahnärzte, Physiker und Architekten, um unsere Wirtschaft zu retten. Weiterhin führt Ayadi als Grund für meine Positionierung folgenden Aspekt an.
Aber auch Angst etwa für die angeblich steigende Straßenkriminalität als Mensch mit Migrationsgeschichte in gesellschaftliche Mithaftung genommen zu werden. Was für eine investigative und bahnbrechende Enttarnung meiner geheimen Agenda. Ist ja nicht so, dass ich das selber sage in meinen eigenen Videos, wie zum Beispiel in Wie linke Politik Migranten geschadet hat. Also das Phänomen der Mithaftung greift real im Leben hunderttausender Migranten und Migrantenkinder. Bloß ohne die Gänsefüßchen und das angeblich. Denn die gestiegene Kriminalität habe ich, denke ich, zu Genüge dargelegt. Oder reicht es noch nicht? Kein Problem. Hier noch weitere Beispiele zur Untermauerung meiner Position, dass Deutschland durch den Zuzug der letzten Jahre deutlich unsicherer geworden ist. Pausiert ruhig das Video und schaut euch die Quellen an, die unten rechts angegeben und auch in der Videobeschreibung hinterlegt sind. Ich darf mich herzlich bedanken, liebe Kira, für die Gelegenheit, das nochmal in aller Öffentlichkeit darzulegen. Und meine Empirie bestätigt das. Es ist eine Tatsache, dass ich seit 2015 vermehrt an öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen polizeilich kontrolliert werde. Die Mithaftung findet auf verschiedenen Ebenen unweigerlich statt. Also wenn es angeblich gestiegene Straßenkriminalität wäre, dann sollte ich es doch als Grund für meine Kritik gar nicht heranziehen können. Der Vorwurf kann nicht standhalten ohne die Prämisse, denn ohne real gestiegene Gewaltkriminalität seitens derjenigen, die aussehen wie ich, könnte es mir doch egal sein. Unfreiwillig, aber ironisch ist dieser Satz eine Bestätigung dafür, dass die Verbrechensrate der Asylbewerber seit 2015 intolerabel hoch ist. Wenn fundierte Kritik von Migrantenkindern an unkontrollierter Masseneinwanderung paradox sein soll, was ist das dann? Wortwörtliche Hetze von Deutschen gegen das deutsche Volk und die deutsche Nation. Ich meine, ich habe nie zur Bombardierung oder zur Auflösung von islamischen Ländern aufgerufen. Antideutschtum und Selbsthass. Etwas, das mittlerweile zu einer regelrechten rhetorischen Disziplin unter Linken und Grünen gewachsen ist. Etwas, das ich persönlich äußerst paradox finde. Und so kommen wir dann zum Omagate. Omagate? Was soll das denn bitte sein? Interessanter Framing-Twist. Denn meiner Erinnerung nach war es ursprünglich der Umweltsau und später dank der Zuhilfe von Antifa Danny Holleck Nazisaugate. Und damit war in beiden Fällen der Impulsgeber für diesen Doppelskandal der WDR selbst. Aber netter Versuch. Und das waren natürlich alles Rechtsextreme, was heute nicht alles als rechtsextrem durchgeht. Homosexuelle Frauen, dunkelhäutige Menschen, sogar Juden gehen heute als Rechtsaußen durch. Rentner, die gegen zwangsfinanzierte Hetze gegen ihresgleichen in ARD und ZDF demonstrieren, Nazis. Demonstrationen gegen zu niedrigen Renten, Nazis. Und sogar andere Menschen anlächeln ist heute schon eine Methode der, ihr wisst es, Nazis. Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Es ist einfach Fakt, dass die AfD tatsächlich faschistische Methoden anwendet. Zwei Beispiele. Das eine, wir haben eine junge Abgeordnete, die war neulich im Fahrstuhl. Kam eine Reihe von AfD-Abgeordneten in den Fahrstuhl hinein und die stellten sich tatsächlich so mit ihren Gesichtern vor sie und grinsten sie an und hörten nicht auf. Eine Situation, aus der sie nicht herauskommt. Das andere Beispiel ist das extreme Gegenbeispiel, aber auch das Methode der Nazis: übertriebene Freundlichkeit. Gehen Sie doch mit uns Kaffee trinken und sollen wir Sie nicht da und dorthin mitnehmen und fahren und so weiter? Kleiner Tipp im Guten: beim Ausgrenzen in Richtung rechts sollte der Ausgrenzende aufpassen, dass er nicht irgendwann alleine dasteht. Und dann war da noch mein Gespräch bei Multikulti trifft Nationalismus. Schuldig im Sinne der Anklage. Da war übrigens auch mal dieser nette Herr hier eingeladen. Heißt es jetzt, dass er auch bedingungslose inhaltliche Konkurrenz mit Frank Rehmer aufweist? Und zur Rassenthematik: ja, es gibt unterschiedliche Rassen. Stehe ich nach wie vor dazu, da wäre dieses Video vielleicht etwas einschlägiger gewesen. Aber darin hat sich schon die FAZ erfolglos alle Zähne ausgebissen. Ich rate meinen Zuschauern dringend von Trinkspielen ab, jedes Mal einen kurzen zu kippen für jedes linkspopulistische Argumentum ad hominem Schlagwort à la Rassismus und rechte Hetze. Ihr seid tot, noch bevor ihr die Hälfte des Textes lesen konntet. Ein Artikel, 19 Absätze, 4, 10 Mal spielt meine Herkunft eine Rolle. Ich sage euch eins. Ich bin seit über 3 Jahren hier dabei. Seit 4 Jahren verfolge ich Pegida in Dresden und habe mit Leuten aus einem breiten politischen Spektrum zu tun. In dieser ganzen Zeit, in all den Jahren, wurde ich nicht annähernd so oft auf meinen nicht-deutschen Hintergrund reduziert und auch noch in Abhängigkeit von diesem verurteilt wie in diesem Artikel. Von denselben Leuten, die die Frage, woher kommst du, als unverzeihlichen Rassismusausfall beklagen. Ich sag's immer wieder, ich mache Erfahrungen mit Rassismus, sehr wohl. Aber in den meisten Fällen kommt er von politisch linker Seite, wie hier von Kira Ayadi von der Antonio Amadeo Stiftung.
Weiterhin 10-mal die wahllose Einstufung der Opposition als rechtsextrem. Aber immerhin, mein Kanalname Axo Ost-West wurde 6-mal genannt und somit darf ich Mario und viele weitere Neuabonnenten auf diesem Kanal begrüßen. Danke für die Werbung, ihr wisst ja, wo es nach Frankfurt geht. 9-mal der Begriff Rassismus als Schlagwort. 7-mal der diffuse und undefinierte Vorwurf der Hetze, was im Übrigen eine Straftat ist. Dann verklag mich doch. Dann attestiert der Staatsanwalt auch dir schwarz auf weiß, dass nicht ich am radikalen Rand stattfinde, sondern dass die rassistischen Hetzer, die du überall siehst, aus deiner eigenen ideologischen Wahrnehmung vom äußersten linken Abgrund herrühren. Mecklenburg-Vorpommern ist auch braun. Wenn man da an die Ostsee fahren, dann fährt man da an Deutschlandfahnen vorbei, die da wehen. 4-mal habt ihr vergessen zu gendern und 4-mal die Einstufung meiner Person als politisch radikal. Argumentum ad hominem. Schopenhauer lässt grüßen. Als ob es immer die immer selbe alte verrostete Worthülsenwerkzeugkiste wäre, aus der ihr seit Jahrzehnten eure trostlose und klägliche Rhetorik speist. Könnt ihr euch bitte mal was Neues einfallen lassen? Freunde, wenn ihr kommentiert, dann tut mir den Gefallen und verschont sie mit Beleidigungen. Ich kann die Wut verstehen, aber das ist genau das, worauf diese Gestalten kalkulieren. Ihr schadet nicht ihnen und ihr helft euch auch selbst nicht damit. Es fällt letztlich auf mich zurück, deshalb verkneift es euch, ihnen Munition zu liefern. Noch einmal der Hinweis für mein Crowdfunding-Projekt für Change My Mind, Link dazu ganz oben in den Kommentaren. Ich darf mich nochmal bei Kira bedanken für diese astreine Vorlage und seht ihr Leute, meine Hautfarbe schützt mich genauso wenig vor Rechtsextremismus oder Rassismusvorwürfen. Den Unterschied aber macht der Umgang mit diesen. Everybody comes to Hollywood. I wanna make it. Freunde, wenn euch meine Arbeit gefällt, dann könnt ihr mich gerne via PayPal oder Patreon unterstützen. Zudem hilft es mir, wenn ihr meine Beiträge liked und teilt. Und wenn ihr künftig keines meiner Videos mehr verpassen wollt, dann kommt auch gerne in meinen Telegram-Kanal.